So, gut. Dann kümmerst du dich mal um ihnchen. Na, gut, ist halt, ne, auch 6% Chance ist eine Chance. So. Ich meine, ich habe in Final Fantasy 14, bei dem Crafting-System hat man halt eine standardmäßige 1% Chance auf, darauf, ein High-Quality-Item herzustellen. Und, ja, auch die habe ich schon mehrfach getroffen, diese 1% Chance. Ist halt nur sehr selten. Aber das heißt ja nicht, dass es gar nicht passiert, ne? Und ich hätte hier mit Turbo. Egal, egal, egal. Und warum habe ich. Ah, ich trottel. Ich bin ein Dumm. Aber hey, das wissen wir so langsam. So. Guck mal bitte dahin. Alright. Dich ziehen wir hier zumindest noch ein Feld zurück. Jo. So. Okay, wie viel Angriff hast du? 16. Ja, komm. Stellen wir ihmchen dahin. Mit dir noch ein Stück zurück. So. Viel Verteidigung ist halt ein bisschen wenig. Aber die Geschwindigkeit reicht, um nicht gedoppelt zu werden. Also passt auch das. So. Dann gucken wir doch mal. Hm. Ist gar nicht mal so viel Schaden. Shit. Ja, das ist halt echt das Problem. Ich habe auch viel zu wenig Zeit, um es zu spielen. Ich würde es gerne häufiger spielen, aber ist halt nicht. So, wir nutzen mal den Bandpfeil einfach, um unsere Trefferchancen ein bisschen zu erhöhen. Sehr schön. Stimmt, das sind die plus 5 Res. Ja. Das sind die plus 5 Res. Naja. Passiert schon mal. Okay, die würden beide an ihn rankommen, wenn ich ihn dahin stelle. Also stelle ich ihn nicht dahin. Ganz einfach. Ganz einfaches Prinzip. Dann lasse ich ihn direkt dort stehen. So. Da kommen sie eins daneben ran, also kann ich ihn dahin stellen. Ohne größere Bedenken. So. Ich bin halt mit einem Kumpel und wir spielen nur, wenn wir beide Zeit haben. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Hm. Das hatte ich früher bei WoW mal gemacht. Wir haben das dann auch irgendwann abgebrochen. Weil wir uns gesagt haben, okay, nee, es bringt nichts. So, jo, 16 Punkte Heilung. Wow. Ja, okay. Damit ist Typi natürlich auch wieder vollkommen hochgeheilt. Oh boy. Oh, Stärkung ist so ein mieser Heilzauber, wenn die alle auf einem Fleck stehen. Und wenn dann auch noch zwei davon Stärkung benutzen können. Hui. Hui. Oh shit. Oh shit. Das ist gerade wenig cool. Wobei, da kommt kein zweiter an ihn ran, von daher passt das. Okay. So. Hm.
Komm schon, du hast eine 21%ige Crit-Chance. Du hättest auch mal critten dürfen. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Stell mir vor, die haben einen Berserker. Nee, stell ich mir lieber nicht vor. Wenn ich ehrlich bin. Okay, die Dunkelkrieger kommen schon mal raus. Das finde ich tatsächlich ganz nice. Das finde ich schon mal ganz nice. Dass die sich raustrauen. So. Okay, dann nehmen wir erstmal den da aufs Korn. So. Du kümmerst dich dann mal bitte. Schade. Dann trotzdem mal einen Donner, bitte. Dann donnern wir trotzdem mal rauf. So. Okay. Und dann kommt hier definitiv eine Erholung. So. Du kümmerst dich um den da. Sehr schön. So, und du nimmst dann den da noch mit. Komm schon. Danke. So, gut. Gut. Er kann zum Glück immer nur ein Feld hier auf den Berg setzen, aber weitergehen. Das ist sehr praktisch. Und Tobin, schalt doch mal bitte diesen Bogenschützen aus hier, den Bogenritter. Du hast da gerade die richtige Waffe für. Ausschalten sieht ein bisschen anders aus. Aber hey, ist okay, du hast ihn gut angeknackst. Damit kann ich auch umgehen. Damit kann ich genauso umgehen. Dann darf Clive jetzt halt den Rest erledigen. Sehr schön. Hui. Okay. Ich fühle, als ob ich ein neues Plateau erreicht habe. Okay, dann müsste ich dahin. Oh, ich würde ihn auf 1 KP runterkriegen. Ha. Das sieht halt schon wieder interessant aus, ne? Ja, komm. Machen wir. Er würde zwar durch die Stärkung wieder hochgeheilt werden, aber... So kann ich eventuell meinen Gegner dazu zwingen, Stärkung einzusetzen. Was sonst eventuell nicht passieren würde. Und das finde ich eine ganz gute Idee. So, du würdest so oder so rauskommen. Aber ich werde nicht mit Grey den Gargoyle angreifen. Weil ansonsten beide Magier auf ihn raufhauen können. Und nein, das wird nichts. Das überlebt Grey nicht. Glaube ich. Nicht mit 3 Rest. Also vielleicht würde er den Angriff überleben, aber das war's dann auch. Und nee. Habe ich jetzt wenig Bedarf nach. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. So, okay. Oh, sie hat nur 4 Bewegungen. Ich dachte, sie hat 5. Mist. Doof. Okay, kriegen wir trotzdem hin. Kriegen wir trotzdem irgendwie gebacken.
denke ich. Hoffe ich. Mal schauen. Okay. Doof. Aber dafür ist der erste Arcane schon mal gestorben. Was auch sehr praktisch ist. Ne? Von daher. Okay. Sehr schön. Sehr schön den Gargoyle erledigt. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Gut. Na denn. Ja, komm. Ihm gehen wir hier vor, mit dir gehen wir hier vor. Du gehst mal hier ein Stück zurück und das am besten Mana-Kraut, um voll geheilt zu sein. So. Okay. Ich hoffe einfach mal auf einen Crit. Wie wär's? Bei 46%? Shit. Wir haben nicht mal getroffen. Mit 86%. Ich krieg gerade minimal das Kotzen. Ich krieg gerade ganz minimal das Kotzen. Aber gut. Aber gut. So. Da können wir dahin. Dann gehst du mal nach da. Haust doch mal eine Erholung auf ihmchen. Sehr schön. Okay. Sie hat halt auch nicht die Fähigkeit, dass sie die Einheiten um sich herum mitheilt. Hey, Shumi! Na? Es geht. So, dann fliegen wir mit dem mal hier so ein bisschen hier hinten hin und geben den Gegnern anderes Futter. Ich hoffe, das nehmen sie an. Befürchte zwar nein, aber wir können ja hoffen, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt und so. So, na den Clive, erledige den mal. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Wo kamen die hin? Bis dahin effektiv. Wie ist sie dahin? Also kann ich mich da ruhig hinstellen. Bisschen chillen, bisschen was vorbereiten. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Mir geht's gut, ich hab heute frei. Morgen dann erst wieder Schicht. Von daher. Erstmal ganz gechillt und so. Erstmal ganz gechillt. Krittest du vielleicht? Nein? Schade. Schade, schade. Naja. Dann halt nicht. Okay. Okay. Angriff gegen Tobin, hä? Gut. Meinetwegen. Ach, ehrlich. Warum weicht ihr alle meinen Zaubern aus, hä? Das finde ich doof. Das gefällt mir nicht. Ah, okay. Der trifft.
Der trifft auf jeden Fall, weil er krittet. As I thought. So richtig hochnäsig. Hat's mal gerade so geschafft, zu treffen, ne? Oh, Python macht jetzt auch mal ernst. Mensch. Ich glaub's ja nicht. Er schafft's mal zu kritten mit seinen 21%. Ich bin überrascht. Positiv überrascht, aber überrascht. So, okay. Der Typ kann treffen. Ich war auch überrascht, wie gesagt. Ja. Ja, komm. Das macht mal Faye. Das ist ein bisschen knapp. Ich denke, ich schick ihmchen hier hoch. Schick dann Forsyth hier runter. Der darf sich darum kümmern. So, vor allem darf der sich dann auch hier um den Dunkelkrieger kümmern. Das sollte eigentlich ganz gut passen und funktionieren. So, dann hier mal bitte eine Erholung. Für den guten Luthier. Der braucht sowas. Okay. So. Also, hier hätten wir potenzielle 9 Schaden, falls wir treffen. Wir kriegen selber 8 Schaden insgesamt ab. Kleif, was ist deine Verteidigung? 1 mehr. 1 Punkt mehr Verteidigung, finde ich schon mal nicht schlecht. Du hast auch mehr KP, das ist auch sehr gut. Und mit deiner Waffe solltest du auch mehr Schaden machen. Also, tauschen wir hier mal. So. Ja, das gefällt mir doch schon besser. Mache ich das? Es könnte aber alles wieder für den Arsch werden, wenn er nächste Runde dann heilt, ne? Oh, das ist natürlich auch praktisch, ja. Tschüss. So geht's halt auch. Ja. Zugegebenermaßen. Zugegebenermaßen geht es so auch. Okay. Ne? Und so ein Dunkelkrieger krittet man halt am besten weg. Vollkommen verständlich. Alles nachvollziehbar. So. Und du futterst hier mal das letzte Brotstück. Gut. So. Dann greifen wir hier auch nochmal auf den Proviant zu. Und du verspeist mal hier das harte Brot. So. Okay. Hier kann nur der mit dem Schleim an sie rankommen. Das ist ganz praktisch. Und auch da ist die Trefferschance halt nicht so, ne? Er braucht schon Heilmittel, wenn er Brot haben kann. Richtig, ne? Jo. Forsyth blockt halt den Dunkelkrieger komplett ab. Keine Chance, dass er irgendwas machen kann. So, die nächsten Gargoyles werden beschworen, weil natürlich werden sie beschworen.
Warum denn halt auch nicht, ne? Okay.